Und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Buddy mit einem weiteren Video zu Diablo 4. Und es gibt gute Nachrichten, richtig gute Nachrichten für euch. Wenn ihr, sage ich mal, dieses Wochenende noch nichts zu tun habt und nicht Starfield rund um die Uhr spielen solltet, weil euch dazu die passende Xbox fehlt oder es einfach nicht euer Setting ist, oder wenn ihr halt nicht im Early Access drin seid, dann habe ich bis zum Start von Starfield was richtig Gutes für euch. Genau gesagt genommen nicht ich, sondern Blizzard natürlich. Wir schauen auf den Segen der Mutter. Wie ihr hier im Hintergrund sehen könnt, gibt es den Segen der Mutter. Und der Segen der Mutter ist für euch eine fantastische, super Sahne-Gelegenheit, eure Charaktere auf Level 100 zu pushen, endlich die 100 zu erreichen. Ich denke mal, dem einen oder anderen wird es eventuell noch fehlen. Oder aber auch, denkt da auf alle Fälle dran. Wenn es um Trophäen geht, ne, um die Platin-Medaille mitzunehmen, braucht ihr ja auch einen Hardcore-Charakter auf Level 50. Und Hardcore-Charaktere sterben nun mal auch manchmal gern. Und dann fängt man von vorne an. Und damit das Ganze nicht so weh tut, haben wir ebenso den Segen der Mutter. Weil das könnt ihr wirklich am Wochenende durchkloppen. Das könnt ihr wirklich mal eben am Wochenende durchkloppen. Denn wir schauen hier auf das Datum. Und zwar beginnt am 1. September um 19 Uhr zur mitteleuropäischen Sommerzeit der Segen der Mutter. Und das Ganze geht bis zum 5. September um 19 Uhr. Ebenso natürlich unsere Sommerzeit ist gemeint. Also sprich genau, ihr braucht hier nichts urzeitlich umzurechnen. Und es gibt 25% mehr Erfahrungspunkte und Gold. 25% mehr Erfahrungspunkte und mehr Gold. Ich denke, das Gold ist das zweitrangige. Obwohl, wer gerne shoppen geht beim Händler, der wird sich auch über zusätzlichen Goldsegen freuen oder ständig am Umskillen ist. Dann kostet das ja auch immer ein bisschen was an Kohle. Aber obendrauf, wie gesagt, 25% Erfahrungspunkte. Das ist wirklich massiv. Das ist in meinen Augen persönlich, finde ich, richtig viel. Und deswegen ganz wichtig, dieses Video hier, damit ihr das auf alle Fälle nicht verpassen könnt. Diablo hat jetzt ein paar Tage auf dem Buckel. Und vor allem das ganz, ganz Wichtige für euch. Ne? Diablo hat ein paar Tage auf dem Buckel. Eventuell ist man halt nicht mehr wirklich täglich online, hat nichts davon mitbekommen vom Segen der Mutter und ärgert sich dann im Nachhinein. Und das wollen wir nicht machen, uns im Nachhinein ärgern. Und deswegen hatte ich hier noch irgendwo etwas, was ich euch unbedingt mitteilen wollte. Und ganz wichtig vor allem, natürlich auch ganz wichtig, zusätzlich obendrauf, das gilt nicht nur für die Season. Ne? Also nicht nur für die Season, sondern auch für das ewige Reich, sprich also eure anderen Charaktere, die ihr vielleicht habt, wie ich zum Beispiel. Meine Zauberin ist aktuell Level 94, die habe ich stehen lassen, die Season hat angefangen, habe mich um meine Season-Charaktere gekümmert und da steht noch meine Zauberin mit Level 94 rum und das werde ich natürlich vermeiden. Ich werde persönlich natürlich im Starfield-Fieber sein und werde aber trotzdem die Zeit investieren, um da diese 6 Level nachzuholen, denn auch im ewigen Reich gilt dieser Segen. Das ist das ganz, ganz Entscheidende, dass es also nicht nur innerhalb der Season der Fall ist, sondern auch im ewigen Reich. Und ich denke mal, dass diese News auf alle Fälle viele, viele Leute freuen wird und deswegen war mir das Video so wichtig, das so schnell wie möglich zu machen, nachdem ich das hier erfahren hatte, dass es diesen Boost gibt, dass ihr euch dort ab Freitagabend dann, ne, Freitag 19 Uhr, hier reinstürzen könnt und dann, ja, sage ich mal, die 25% Erfahrungspunkte Bonus genießen. In dem Sinne danke ich euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, das Video hat geholfen. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn dem so war, denkt wie immer an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Aus welchem Grund auch immer, ne? Also, haut auf den Abo-Button. Verpasst hier kein weiteres neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.